Hallo, meine lieben Damen und Herren da draußen. Wir begrüßen Sie zum fröhlichen Feierabend mit Alex und Basti. Wir bauen Ihnen heute Genau. Und da wir ja für die älteren Damen und Herren streamen, beziehungsweise aufnehmen, meine ich natürlich, müssen wir jetzt sehr gehoben reden. Das heißt, in Hochdeutsch und sehr zivilisiert, mein lieber Alex. Ach komm, Alex, scheiß drauf, das ist so anstrengend. Ja, einfach so. Oder? Warum ein Stuhl? So machen wir das. Ein Haken, genau. Mach irgendwie einen Haken dran. Solange du kein Hakenkreuz machst, ist alles okay. Oh, ein Haken. Das ist eher, pass mal auf, warte. Oh, 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 oh. Ich finde es eine geile Idee, Alex, das übernehmen wir sofort. Oh nein. Sah das cool aus, ich muss mal selber gucken, wie es aussieht. F5. Ich sehe nicht, wie es aussieht. Oh. Ich find's einfach geil. Hey, als nächstes bauen wir ein Bordell und da muss das mit integriert sein. So. Okay. Ach Gottchen, ach Gottchen, ach Gottchen. Ach je, Mann. Welche Dinge? Achso. Die Villager, die guten alten Villager. Hau du überall die Haken rein. So, gut. Packe ich hier mal noch ein Schild hin. Schild hin. So, wir wollen gleich getrennt haben. Oder? Warum? Nö. Geht doch so. Oder warum willst du es so haben? Oh, 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 und ich habe noch der Idee, weil, ja, der Idee, pass mal auf, es gibt doch immer so diese, stark pigmentierten Leute, die gerne ja, da sitzen und die Toiletten putzen und dann, ja, wie soll ich sagen, Geld dafür verlangen. Nee, halt, es muss anders sein, es muss anders sein. Das muss anders sein. Alex.com. Nee, nee, nee. Das muss schon so ein Tisch sein. Guck. Da wird dann Le Geld draufgeschmissen. Ja, das Geld wird da draufgeschmissen. Und die sitzen doch immer so auf so einem Hocker wie solche Wächter. Und wehe, du wirfst da jetzt kein Geld drauf, dann bin ich böse. Naja, gut, richten wir jetzt das hier an. Hey, was? Hey. Was los? So.
Waschbecken. Dann brauchen wir noch irgendwie Föhns. Lass noch ein Waschbecken machen. Ne, warte, dahin. So, das reicht. Keine Ahnung. Wie könnte man den machen, den Föhn? Da gucken wir einfach mal durch. Das wird schwierig, Junge. Ja, genau. Das ist gute Idee. Und hier kommt dann ein Föhn dran. Einer reicht. Und der kommt da oben hin. Guck hier. Damit man sich so runterstellen. Stimmt. Ich habe eine Idee. Ist zwar hässlich, aber so. Das ist der Föhn. Oder hast du eine bessere Idee? Was haben wir denn da noch, Mann? Ah! Wuhu! Bessere Idee. Das ist der Föhn. Hey, der ist gut. Hä? Hallo, der ist gut. Ist noch auf der anderen Seite. So. Genau, Alex. So. Nice. Ja, das ist okay so, Mann. Muss nicht alles symmetrisch sein. Also, ich finde diese hier, die ganzen Sachen hier einfach überragend, Alex. Jetzt machen wir mal hier Wasser rein und so. Ich hab Föhn. Und irgendwo noch der Mülleimer rein. Du wolltest noch den Mülleimer, Alex. So. Und jetzt sind wir fertig mit den Umkleiden. Da klatsche ich aber noch Wasser. Umkleide. So. Ja, von oben. Die Glowstones. So, ich würde mal sagen, die Umkleide haben wir. Ich finde das sehr geil. War Schluss. So, was habe ich denn da hinten stehen für eine Säule? Da steht was von einer Liegewiese. YOLO. Ah ja, ich glaube, da reiße ich hinten ab. Ich habe meine Pläne etwas verworfen. Das Teil da hinten, was ich hingepflanzt habe. So, gut, Schwimmbad hin oder her. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir pflügen hier das da mal so ab und bauen da dann ein größeres Schwimmerbecken hin. Oder? Bis hierhin. Ja, einfach mal abreißen erstmal. So, einfach, dass die Ebene nicht mehr so ist. Oder wollen wir uns einfach ein Loch mit TNT sprengen und es dann formen? Na komm, das machen wir. Einfach so. So, das können. So, guck, das wird Basti, der Sprengmeister, Mann. Und das kann man dann ausbessern, besser als alles ausheben zu müssen. Oder? Nice. Damit bin ich zufrieden. Und ich bin dafür, wir machen die Becken immer so drei Blöcke tief. Ja. Ja, ich bin dafür, dass wir das rechteckig machen. Das wird dieses Schwimmerbecken mit solchen Bahnen.
Ja. Bis, warte, warte, warte. Lass uns das bis hier, ups. Hier hin machen. Bis da noch. Siehst du das? Guckst du da? So breit wie es da ist, das heißt ungefähr bis da. Ja, genau. Die Idee hatte ich auch schon. Warte, warte, aber das heben wir aus, Alex. Was machst du da? Wenn man von oben, du bist so pervers, wenn man von oben drauf guckt, sind es Penisse, Mann. Och, lö, Alex, Mann. So, pass auf. Eins, zwei, drei. Ach komm, mach's einfach so. So. Ja, das geht klar, Alex, das ist voll korrekt. Und ungefähr so, wie es ich hier gemacht habe. Ich habe es jetzt vier Blöcke tief gemacht. Ja, nee, verdammt, jetzt sind es fünf. Scheiße, wir machen es vier. Ja, deswegen sage ich ja TNT. Geh doch schneller, du Junge. Welche? Oh, das war so geil, gell? Das war wirklich nice. Aber ich finde es voll Hammer. Ja. Ich finde es so krass, wie die sich also entwickelt haben. Ich meine, ich kenne Dena. Ich habe ihn mal angeschrieben, als er genau haargenau so viele Abonnenten hatte wie ich. Auf die Einzelzahl, also auf die Zahl genau, es waren 1000 irgendwas Abonnenten. Habe ich geschrieben, Junge, oh, nee, das habe ich nicht geschrieben, damals war der noch nicht so weit. Du hast dieselben Abonnenten wie ich, auf dieselbe Zahl genauso. Der ist voll krass drauf gewesen damals. Ich hätte aber nie gedacht, dass das so weit rauskommt. Naja, aber jetzt hat es aber nachgelassen. Ja, was heißt schon wieder? Ich war davor schon vor dir. Ich hab dich mit 600 Abonnenten kennengelernt, als du diese 600 Abonnenten-Battle machen wolltest auf dieser einen Map. Wozu es noch nie gekommen ist. So. I finde, es sieht schon mal gut aus, so. Mein guter Alex. So. Ja. Ja, Mann, wir haben's drauf, würde ich einfach mal so sagen. So, und jetzt kommt wieder Le TNT zum Einsatz. Ja, Le TNT. Hurensohn. Lol, ich habe irgendeinen Mob mitgenommen. Ja, irgendein Mob war da. Sonst hätte ich gerade keine EP gekriegt. So, Alex. So sieht das Ganze dann später aus. Sehr geil. Sehr geil. Du hast es. Ich würde das, guck mal, eher so machen.
Oh nee, da drüben müssen wir dann eins runtergehen. Lol, warte. Ach so, ja, oh, Alex hat mal mitgedacht. Applaus, Applaus für deine Worte. Mein Herz geht auf, wenn du lachst. Ja. Kennst du das Wake Me Up? Genau, das ist geil. Warte mal. Hey. Ja, irgendwas ist es. Ich kenn's. Ich weiß gar nicht mehr, wie das. Oh, es hat Boom gemacht. Alex, chill. Ich mach Boom. So, Mann. Ich würde jetzt einfach mal sagen, das war's mit der Folge. Und wenn du, Jockel, bis hierhin geschaut hast, schreibst du diesmal nicht in die Kommentare, Alex ist geil, sondern ihr schreibt rein. Genau, wir sind alle geil, schreibt es rein und wer es nicht in die Kommentare schreibt, der ist uncool. Bis zum nächsten Mal. Ciao.